Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Wir sind immer noch hier, wir haben immer noch alles super und wieso würde ich mal E drücken? R. E wäre ja richtig. Huch. Achso, So. So, ja, genau, nächste Quest, nächstes Ziel. Nehme ein Sunshine Tidings Kooperative. Hört sich das gut an? Prinzipiell, ja. Achso, ich kann da nicht hin. Welden Ponds kann ich hin. Ich habe gerade eine Nachricht gelesen, wo ich mir gerade dachte. Es war vom Hasen und der hat wieder so eine komische Nachricht geschrieben. Es geht jetzt. Ich habe keinen Folgenzahl aufgeschrieben. Das ist super. Folgenvorbereitung. Ja. So. Wieso ist denn das Ziel? Ist doch gesäubert. Tach. Hier drin ist es plötzlich verdammt still. Ja, es ist hier wirklich still. Was mich ein bisschen verwundert. Hier ist halt gar nichts. Ja, eine Wettkakerlake, gut. Ich hätte auch wirklich einen Besen komplett gegessen, von oben bis unten, wenn das der einzige Gegner gewesen wäre. Oha. Es kann doch nicht sein, dass, die an den Dingern hier scheitern. Boss ist da! Dachchen. Ah, war 50-50 Chance, ne? So. Also wirklich gefährlich ist das jetzt nicht. So, oh, okay. Cool. Was? Nein, bitte Kakerlaken. Ich dachte schon, wir sind in Gefahr. Das, ja. Du hast einen Moment lang gedacht, du wärst in Gefahr, ne? Was ist das denn? Hier ist gar nichts.
Eine Scheiße ist hier angefahren. Seit wann ist es denn so still hier? Meine Güte. Und hier ist jetzt wahrscheinlich der Supergegner drin, ne? Irgendwie so 10 Todeskrallen oder so. Dachien. So. Upsala. Lächerlich. Also, das war wirklich ein bisschen lächerlich. Sag mal. Ist da jemand? Kommen die jetzt auch noch hier hin? Okay. Wenn die jetzt wirklich anfangen, dass die hier jene Scheiß machen. Was sollte ich bauen? Eine Rekrutierungssendestation. Ach so. Wo war das denn nochmal? Strukturen? Nee, Strukturen sind Häuser. Da war es Energie. Sonstiges? Ah, ja. Ich sehe irgendwo einen Generator. Damit ich das vielleicht ganz sparsam platzieren kann, aber ich packe es einfach hier hin. So. Haben wir. Das funktioniert nicht ohne Energie. Stimmt. Da hast du recht. Energie braucht es auch. So, Kabel. Achso. Nee, das war Leertaste. So. Und jetzt haben wir's, ne? Sprich mit Preston Garvey. Jau. Perfekt. Kann es aber sein, dass das so unendlich Quests sind irgendwie? Oder ist da wohl eigentlich ja nicht? Irgendwann sind ja alle Siedlungen, gehören uns ja. Ich bin ja häufiger in einer blutigen Masse, wenn sie sterben. Ja, das ist auch immer das ganz wichtig. Wenn sie das nicht tun, ich bin immer enttäuscht. Also. Weißt du was? Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Ja. Ich weiß. Ist doch super, ne? Scheint wirklich was zu werden. Ja. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Jo. Denke ich auch. Ach ja. Sie haben mir nicht viel gesagt, Voltec. Es sollten nur alle ihre Formulare ausfüllen. Und ich sollte ein Set mit Steakmessern gewinnen können. Ja. Das kenne ich, dass man Steakmesser gewinnen soll und dann passiert doch was ganz anderes. So, berge die haptische Antriebstechnologie aus Chestnut Rock Reservoir. Das klingt ganz stark nach einer dunklen Bruderschaftsquest. Wieso dunkle? Steh an der Bruderschaft! Meine Fresse! Ah! Oh. Wieso verwechsel ich das immer mal? Hätten die das eine nicht irgendwie die dunkle Bruder und die andere ist eine Schwesternschaft?
Schrecklich. So. Achso. Tab war aktiviert. Erschöpft meine ich, also Umschalttaste. Ich war hier schon mal, das sehr genau, das ist das mit den Blutkäfern. Ach ja, genau. Ach, das war das mit der schwarzen, ne? Das ist ein schwarzes Ding. Yo. Ja, ich war hier schon mal. Mit dem Affen, genau. Haptischer Antrieb. Aua. Hey! Dann halt so. Jau. So. Meine Güte, jetzt aber ganz ruhig. Ja. Ja. Richtig. Finde ich gut, dass hier alles wieder resettet wurde. An Ressourcen. Das war ja einfach. Das war zu einfach, fast schon. Ja. Ja, dieser Ladebildschirm ist wieder mal schön. So. Waren nicht da. Warte, sind das Markierungen der Bruderschaft? Heidige, wir sind hier vor dem beschissenen Gebäude der Bruderschaft. Also Piper ist manchmal so ein bisschen... So. Unsere Gelehrten freuen sich auf deinen Fund. Ich hoffe, du hast das Artefakt mitgebracht. Ja, aber natürlich. Hier. Gut gemacht. Hoffentlich hattest du keine Probleme. Nicht wirklich. Hier, da draußen gibt es noch immer Unmengen an unentdeckter Technologie. Sag mir, wenn du unbedingt wieder losziehen willst. Ja, gerne. Was muss ich tun? Finde die Technologie, töte alles, was dir im Weg steht und komm zurück. Nee. Bestätige. Großartig. Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Bleib wachsam. Ach so. Ach so, das sind immer wieder wiederholende Quests jetzt. Ach, sehr schade. Die Kavallerie ist da. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Aber wenn du weiter zur Bruderschaft gehören möchtest, solltest du schleunigst hierher kommen. Paladin Dance. Die Kavallerie ist da und hat die dicken Knarren mitgebracht. Die Kavallerie? Warum hat die Bruderschaft das Schiff hierher geschickt? Wir nennen sie die Pridwen. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Ältester Maxon? Wer ist ältester Maxon? Er ist ein gefährlicher Mann, ganz eindeutig. Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der Stellenden Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pridwen jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Kann jetzt nicht reden. Muss mir die Meyerlurk-Scheiße von den Stiefeln kratzen.
Bring mir das Artefakt so schnell es geht. Wir wollen nicht, dass es in die falschen Hände fällt. Wenn du Sims begegnest, leg sie ruhig um. Wir machen keine Gefangenen. Willst du noch einen Ort vom Müll befreien? Ich würde gerne erstmal zur Burg und dann wieder hier zurückkommen. Wenn das möglich ist. Quasi dort die Folge beenden und befreie deinen Geist. Das ist super! Das ist super, diese Beschreibung. So, nee, falsche Taste. Leute 8, immer noch, also nichts Neues. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Naja. Hallo. Suchst du nach einer Waffe? Dann lass mal sehen, naja, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Aber der hat schon... Hallo? Auch Geld. Und das hier. Und ein Ordner. Schrotpatronen. Ja. Aufgepasst. Piper hat ja auch noch Sachen von mir. Und zwar... Was hat die eigentlich für Munition? Gar keine. Okay, was ist denn die stärkste Waffe jetzt außer der Minigun, der Fatman? Also die braucht 5mm. Die behält sie jetzt erstmal, diese 57er Pistole da. Eine zumindest. Huch, falsche Taste. Was kann ich für dich tun? Wenn du eine Waffe brauchst. Ja. Genau richtig. Ja. Klar, ich schau's mir an. Sag mir, was du haben. So. Munition. Wassermarsch, Reise nach Greygarden. Super. Das sage ich mit diesen Munitionen, dass die ständig kommen. Du musst immer Sorge haben. Immer. Naja, ich mache hier erstmal einen Cut. Bis